LifeWave. Diese weltweite Kraft für das Gute umfasst 100 Länder mit Hunderttausenden begeisterter Anhänger. Mit Niederlassungen in den USA, Irland und Taiwan hat LifeWave fast 3000 Quadratmeter Produktionsfläche. LifeWave betreut Kunden in über 20 Sprachen. Dank engagierter Forschung und Medienpräsenz auf der ganzen Welt ist die Marke LifeWave eine anerkannte Kraft in der Gesundheits- und Wellnessbewegung. Weltklasse-Athleten aller Sportarten setzen sich für die LifeWave-Technik zur medikamentenfreien Leistungsoptimierung ein. Gesundheitsratgeber wie Susan Sommers sowie Menschen aus allen Berufen erfreuen sich dank LifeWave größerer Energie, besseren Schlafs, weniger Schmerzen und jugendlicher Kraft. Wie fing alles an? Als ich 8 war, nahmen mich meine Eltern zu Thomas Edisons Werkstatt mit. Daheim sagte ich meinem Vater an diesem Nachmittag, dass ich Erfinder werden wollte. Und mein Vater sagte, Erfinder wird man nicht, das ist kein Beruf. Darauf ich, und wieso nicht? Er, tja, das geht nicht. Das wurde für uns zum Witz, über den wir noch heute lachen. LifeWave-Gründer und Geschäftsführer David Schmidt hat Management und Biologie studiert und fing beruflich mit der Entwicklung von Medizingeräten an. 1996 zog er nach Atlanta, wo er der alten Leidenschaft des Erfinders frönte. Er trat einem Club für Erfinder bei, gewann zahlreiche Preise und gründete eine Firma, die auf eine Erfindung von ihm zurückging. Einmal hielt ich einen Vortrag bei einer Vertragsfirma der Regierung. Sie luden mich ein, bei ihnen als Entwickler mitzuwirken, und zwar für ein neues Mini-U-Boot der Marine. Wir suchten Wege, Menschen länger wach zu halten. Ich dachte, persönlich bin ich dagegen, es mit Koffein und Aufputschmitteln zu erreichen. Vielleicht geht es ja auch anders. Daran arbeitete ich jahrelang und entwickelte die Vorläuferprodukte von LifeWave. Das Problem war, wir hatten gerade die unbeschreiblich tragischen Terroranschläge vom 11. September 2001 hinter uns. Dem US-Militär war an Waffen gelegen, nicht an Produkten zur Leistungssteigerung. Normalerweise dauert die Annahme eines neuen Produktes durch die Marine über 7 Jahre. Da sagte ich mir, die Verbraucher werden für eine Technik sein, die uns ohne Aufputschmittel mehr Energie verleiht. So entschied ich mich für die zivile Verwendung. Mit diesen ersten Pflasterprodukten fand David seine Berufung. Im Sommer 2002 gründete er das Unternehmen LifeWave. Das Anfangsjahr war schwierig. Viel Schlaf fand ich nicht. Ein typischer Arbeitstag begann für mich mit Aufstehen um 6 Uhr, dann telefonierte ich mit Akupunkteuren, Ärzten, Athleten und Fitnesstrainern. War das getan, schlief ich etwas und stand dann spät nachts auf, um Pflaster herzustellen. Denn wir hatten keine Werkshalle zur Pflasterherstellung. In dieser Zeit lernte ich einen möglichen Investor kennen. Er meinte, tja, von Wissenschaft oder Medizin verstehe ich wenig. Könnte ich ein Gutachten anfertigen lassen? Ich sagte, nur zu gerne. Wie sich herausstellte, war der Gutachter Dr. Steve Haltiwanger. Ich interviewte ihn 4 Stunden oder länger und Tage später sprach ich nochmal mit ihm. Wir unterhielten uns also rund 6 Stunden lang innerhalb weniger Tage. Er gab auf jede meiner Fragen eine Antwort und ich stellte sehr detaillierte, wissenschaftliche Fragen. Da erkannte ich, der Mann wusste, wovon er sprach. Ich war also sehr beeindruckt. Als ich eines Tages in meinem Büro in Atlanta, Georgia saß, erreichte mich ein Anruf und die Stimme am anderen Ende sagte, David, ich bin Richard Quick. Und dann sagte er mir, er und Dr. Marit würden LifeWave-Pflaster verwenden. Und dass in den ersten 3 Wochen ihrer Verwendung 6 seiner 8 Athletinnen im Wettkampf Bestzeit geschwommen waren. Das war äußerst wichtig. Auf so einen Durchbruch hatte ich lange gewartet. Was heute außergewöhnlich erscheint, wird künftig ganz normal zum Alltag gehören. Wenn man etwas in 20 oder 30 Jahren tun kann, warum dann nicht schon heute? Mit LifeWave ist David Schmidt das gelungen. Unser Produkt wurde von Olympioniken benutzt. Es war eine Art weltweite Demonstration. Die Athleten traten in der Qualifikation und bei den Spielen an. Für diese Gelegenheit bin ich Trainer Quick sehr dankbar. Bei der Qualifikation 2004 kam es zu einem Skandal. Die Schwimmer von Stanford waren so gut, dass einige der anderen Trainer sie leistungssteigernder Substanzen in den Pflastern bezichtigten. Ich trat vor das Nationale Olympische Komitee und musste die Funktionsweise der Pflaster erklären. Die Pflaster wurden im mikroanalytischen Labor der UCLA untersucht. Es stellte sich heraus, dass sie keine leistungssteigernden Substanzen enthielten. Tests bei den Athleten verliefen negativ. Sie waren absolut sauber und ungedopt.
Allmählich kamen wir bundesweit in die Schlagzeilen. Die Leute wollten wissen, was es mit den Pflastern auf sich hatte und warum das Frauenschwimmteam von Stanford mit ihnen so gut abschnitt. Dieses Produkt wird den Menschen wirklich helfen. Sie werden mehr Energie haben. Sie werden sich besser konzentrieren können und so in allem erfolgreicher sein. Ich habe viele Vermarktungsmöglichkeiten erwogen, darunter Dauerwerbesendungen und Absatz im Einzelhandel. Schließlich entschied ich mich für Network Marketing und das aus guten Gründen. Unser erster Monat mit Network Marketing war November 2004. Man muss sich das einmal vorstellen. In diesem ersten Monat starteten wir mit 1000 Verkäufern und erzielten bereits $500.000 Umsatz. Ein außergewöhnlicher Erfolg. Von da an ging es weiter aufwärts. Bei so zügigem Wachstum brauchte LiveWave ein erfahrenes Management-Team. Mein Gedanke war, wollen wir als Unternehmen wirklich Erfolg haben, dann brauchen wir erfahrene Leute. Leute, die in dieser Position schon tätig waren. Im November 2005 wurden meine Gebete erhört und Mike Collins kam zu uns. Hören Sie nun Mike Collins, früher bei Procter & Gamble und Vizepräsident von Pepsi-Cola. Nun, ich kam mit David Schmidt und LiveWave durch einen Freund in Kontakt, der die Pflaster vertrieb. Er gab mir einige Energiepflaster zum Ausprobieren. Ich erlebte eine nie gekannte Reaktion. Eine Geistesklarheit und ein Wohlbefinden sondergleichen. Als David und ich zusammenkamen und es besprachen, sagte ich zu ihm, David, bitte, egal an welche Position du für mich denkst, lass mich aktiv dabei sein, denn das ist einfach fantastisch. Als das Kerngeschäft in den USA und Kanada wuchs, war das Wissen von kaufmännisch denkenden Führungskräften aus der Anfangszeit entscheidend. Ich kam auf viele Leute zurück, die ich von früher kannte. George Hoagland, David Jumper, John Chance, Chuck Michael. Wir begannen mit der Einrichtung eines amerikanischen bzw. eines nordamerikanischen Beirats. Diese Führungskräfte trugen im ersten Jahr enorm zum Wachstum bei. Ich verdanke ihnen viel. Ende 2005 erzielte LiveWave einen Umsatz von $17 Millionen und hielt eine nationale Konferenz mit 40 Referenten ab. Profisportler und Olympiaathleten sprachen darüber, wie sie mithilfe der LiveWave-Pflaster ihr Weltklasseniveau noch weiter steigern konnten. Hinzu kamen Ärzte, Akupunkteure, Naturheiler, Wissenschaftler, sogar die weltberühmte Biophysikerin Beverly Rubik, auch bekannt als Mutter der Energiemedizin. Ich bin Biophysikerin. Ich bereise die Welt auf der Suche nach unkonventionellen Wellnessprodukten, die das Leben von Menschen verändern können. Dabei wurde ich auf die LiveWave Energiepflaster aufmerksam. Als Biophysikerin wollte ich zuerst ihren Einfluss auf das Energiefeld testen. Wie beeinflussen LiveWave-Pflaster das menschliche Energiefeld? Denn nach neuestem Erkenntnisstand ist das menschliche Energiefeld die zentrale Regelgröße biophysischer Prozesse. Hier ein paar Beispiele. Rot zeigt Punkte an, die beim Test deutlich unausgewogen waren. W35 ohne LiveWave-Pflaster. Gelb sind Punkte noch im Normalbereich, doch eher am Rand. Grün ist völlig normal. Etwa 5 Meridiane sind extrem unausgewogen. Nach Tragen der LiveWave-Pflaster ist nur ein Punkt unausgewogen. Mit LiveWave-Pflastern. Ein beeindruckendes Ergebnis. Und das unmittelbar nach Anbringen der Pflaster. Es gibt eine unmittelbare Reaktion des vegetativen Nervensystems binnen 5 Minuten. Das geschieht nach Auflegen der Pflaster. Sie sehen hier eine Thermografie, also ein Wärmebild einmal vorher und nachher. Rot steht für Hitze und Entzündung. Links sieht man einen recht heißen Rücken und rechts, wo der Pfeil drauf zeigt, ist ein Pflaster deutlich erkennbar neben der Wirbelsäule. Es wirkt kühlend auf das vegetative Nervensystem. Statistisch gesprochen können wir beweisen, dass die Energieproduktion durch diese Pflaster dramatisch zunimmt. Ich mache diese Tests nun schon fast 8 Jahre und kann sagen, solche Ergebnisse sieht man sonst nicht. Wir haben das LiveWave-Produkt getestet. Innerhalb von 10 Sekunden hat es das Zellskelett sehr verändert. Das ist wirklich enorm. Leute, es gibt viele Produkte, aber nur wenige Firmen entwickeln sie mit wissenschaftlicher Gründlichkeit. Klinische Studien sind ein Gebot der Ethik. Man muss wissen, wie Produkte auf Menschen wirken, bevor man sie benutzt. Und auch rechtlich ist es nötig. Die Regierung erwartet klinische Studien und wissenschaftliche Nachweise. Wir suchen unabhängige Forscher. Wir suchen Universitäten, die unsere Technik studieren können. Wir wollen die Vorzüge dieser Technik beweisen und zeigen,
wie sie nutzbar ist, um Menschen überall auf der Welt gesünder zu machen. Dank Networking kam David in Kontakt mit der berühmten Schauspielerin, Bestsellerautorin und Gesundheitsratgeberin Suzanne Sommers. Sie fand die Technik so interessant, dass sie sich sofort mit David traf, um mehr zu erfahren. Diese erste Begegnung war für mich ganz außergewöhnlich. Ich war wirklich beeindruckt von Suzannes wissenschaftlichen Kenntnissen. Sie stellte mir Fragen, die ich teils noch nicht einmal von Ärzten gehört hatte. 2006 sprach sich LifeWave schnell weiter herum. Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo die Umsätze derart wachsen, stellt man fest, dass die geschaffenen Strukturen nicht ausreichen, weil man rascher wächst als geplant. Das war unsere angenehme Herausforderung. Wir mussten reagieren und die Strukturen für die Zukunft schaffen. 2008 übersetzten Mike Collins und sein Team die Website und die Marketingmaterialien in mehrere Sprachen. Wichtige Vertriebspartner in Frankreich brachten weitere Hinweise und Führungsengagement ein. Der Absatz in Europa begann zu boomen. In den USA hatten wir mit unserem Beirat von Anfang an großen Erfolg. Als wir in Ländern wie Frankreich und Italien begannen, wussten wir, dass wir Führungsbeiräte brauchten. Unser Geschäft in Frankreich wuchs wirklich schnell. Monate später bekam ich eine Einladung zu einem Treffen mit unseren Führungskräften in Paris, die unsere Produkte sehr erfolgreich vermarktet hatten. Es ging 2-3 Stunden lang, verlief aber nicht sonderlich gut. Ich war für sie schwer einzuschätzen und sie für mich. Aber ich hörte zu. Ich hörte mir an, was sie ihrer Meinung nach brauchten, um erfolgreich zu sein. Das Unternehmen ging auf ihre Vorschläge ein und der Markt begann zu wachsen. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass ich diesen europäischen Führungskräften viel verdanke. Es sind wunderbare Menschen. Der Erfolg des französischen Beirats machte rasch in anderen Ländern Schule. In den USA interviewte Suzanne Sommers David für ihren New York Times Bestseller Breakthrough. Auf einmal bekam Suzanne Anfragen nach den Pflastern und LifeWave auch, wegen Suzanne. In dem Jahr ernannte das Inc. Magazine LifeWave zu einer der am schnellsten wachsenden Firmen auf der Inc. 5000 Liste. Und im Jahr darauf schnitt LifeWave sogar noch besser ab. In all dieser Zeit stieg der Absatz in Europa und es wurde in ein neues Werk in Irland investiert. Das brachte einige Vorteile. Vor allem waren wir dicht am Markt. Wir stellten modernste Hochleistungsfertigungsmaschinen auf, die die Nachfragesteigerung künftiger Jahre auffangen würden. Wir eröffneten ein mehrsprachiges Callcenter sowie ein Logistikzentrum, das Produkt in 1-2 Tagen an jeden Kunden in der EU ausliefern kann. Auf der anderen Seite der Welt wuchs der Absatz natürlich auch. Es umfasst ein Logistikzentrum und ein Callcenter für unser ganzes chinesischsprachiges Geschäft in diesem Teil der Welt. Darum eröffneten wir eine Niederlassung in Taipei, Taiwan. Im November 2009 lud LifeWave mit Suzanne Sommers zu einer Karibikkreuzfahrt ein, bei der Vertriebspartner und Referenten aus der ganzen Welt zusammenkamen und den 5. Geburtstag der Firma gebührend feierten. Im Laufe des Jahres lud Suzanne auch David zu einem Interview ein und widmete LifeWave ein Kapitel in ihrem nächsten Buch Knockout. In den letzten 10 Jahren engagierte ich mich für Gesundheit. Das ist schon alles. Als ich vor 5 Jahren David Schmidt von LifeWave kennenlernte, verstanden wir uns auf Anhieb, weil unsere Botschaften in dieselbe Richtung gingen. Es handelt sich bei LifeWave um eine außergewöhnlich neue Technik, die jeder kennen sollte. Wir schlossen eine tolle Freundschaft mit Suzanne und ihrem Mann, beide ganz außergewöhnliche Menschen. Ihre Mission deckt sich mit unserer, nämlich Lebensqualität zu verbessern. Und ich weiß, dass die Welt besser ist, weil es LifeWave gibt und Suzanne. Eine Partnerschaft war also mehr als nur logisch. Es gibt einfach keinen besseren Vertreter oder Botschafter für eine Firma wie unsere als Suzanne Sommers. Suzanne lebt und liebt LifeWave. 2010 zog LifeWave in größere Räumlichkeiten nach San Diego um. Die Webseite erschien in zusätzlichen Sprachen, das Servicepersonal wurde aufgestockt und die wissenschaftliche Forschung intensiviert. LifeWave richtete auch einige klinische Forschungsräume ein. Im November versammelten sich LifeWave-Mitglieder aufs Neue. Sie unternahmen eine Mittelmeerkreuzfahrt, gekrönt von einer Feier, dank der die Firma noch mehr Zuspruch und Wachstum erfuhr. Jetzt hieß es, was kommt als nächstes? Wir waren auf einer Party, die Suzanne Sommers gab. Suzannes Buch Knockout war inzwischen erschienen mit einem gesamten Kapitel über LifeWave und so lernten wir viele Wissenschaftler aus aller Welt kennen. Brillante Ärzte, Pioniere der Anti-Aging-Medizin.
Wiederholt sprachen sie das Thema Stress an und wie Stress dem Körper schadet. In dieser Nacht, als ich wieder daheim war, las ich Knockout in einem Stück von der ersten bis zur letzten Seite durch. Am nächsten Tag rief ich Susanne an und sagte, weißt du was, ich kann ein Pflaster entwickeln, das Stress vermindert. 14 Monate später stellte LifeWave nach umfassenden Studien, klinischen Tests und Fokusgruppen E.ON weltweit am 8. Januar 2011 vor. Dank sorgfältiger Vorbereitung wurde es die erfolgreichste Produkteinführung des Unternehmens. Die weltweite Internetübertragung hatte über 6000 Zuschauer. Von da an hat sich erstens die Entwicklungsdynamik irreversibel geändert. Wir wachsen seither schneller als je zuvor, und zwar aufgrund von E.ON. Zweitens ist E.ON unser Verkaufsschlager geworden. Und drittens, das ist unser Erfolgsmaßstab, haben wir, was sonst nicht möglich gewesen wäre, vielen Menschen mit E.ON geholfen. Was mir persönlich so viel Befriedigung gab, war die enorme Verbesserung in der Lebensqualität zu sehen, die dieses Produkt den Menschen ermöglicht, wie noch kein Produkt jemals zuvor. Wir finden täglich neue Wege, Menschen anzusprechen, mehr Menschen mit unseren Produkten zu erreichen und die wunderbare Botschaft mit ihnen zu teilen. LifeWave steht noch Großartiges bevor. Geschäftlich werden wir unsere weltweite Ausdehnung in neue Märkte fortsetzen. Das gibt unseren Vertriebspartnern noch mehr Handlungsmöglichkeiten. Was aber viel wichtiger ist, hier geht es darum, der Welt zu zeigen, dass wir alle ohne Leiden leben können. Unsere Mission ist es, Lebensqualität zu verbessern. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi. Also kommen Sie zu LifeWave und verbessern Sie die Welt mit uns. LifeWave. Lange leben, gut leben.